Heute ist mal wieder Top-Tier-Action angesagt bei World of Tanks und zwar mit dem TVP T5051, dem neuen mittleren Tschechen-Tier 10-Panzer. Hat er da ein Kleeblatt? Ja, mal schauen, ob ihm das Glück bringt. Ansonsten natürlich ein Autoloader mit 4 Granaten im Magazin. Und dementsprechend schauen wir mal, was er hier macht. Siegfriedlinie ist die Karte. Eingeschickt hat das Ganze Bittersweet Paris. Vielen Dank. Und ja, natürlich, wie soll es anders sein? Top Tier. Was soll über Tier 10 kommen? Was weiß ich? Eine Ratte? Nein, also dementsprechend Top Tier natürlich. Verhältnismäßig wenig Achter. Halbes Team fast 10er. Also so gesehen hat er viele gegnerische Hitpoints, die er runterhauen kann. So, und hier wird es gleich offensiv verteidigt. Auto-Aim auf den Tiger. Und da konnte er schon mal 3 Granaten ins Ziel bringen. Und hat dem Gegner mal 1056 Hitpoints gekostet. Probieren wir. Jetzt hat er gleich nachgeladen. Er geht wohl wieder auf den Tiger. Ja, den dürfte er jetzt sogar wegmachen. Ja, Tiger ist weg. Er lädt direkt nochmal nach. 2 Granaten hat er zwar noch, aber das ist egal. So, jetzt kommt er auf den T54 drauf, der zwar einen zurückgegeben, aber Magazin sei Dank, weg ist er. Jetzt ist er wieder im Reload, hat aber keine Gegner, die ihn hier unter Druck setzen können. Dementsprechend profitiert keiner von seiner Verwundbarkeit jetzt. Er kann hier entspannt nachladen. Und könnte jetzt eigentlich gut in die Mitte wirken. Da kommt aber aktuell keiner. Vielleicht der E3. Der, genau, da ist er. Und da hat man gesehen, der E3, das war keine sehr gute Idee, da hochzufahren. Weil von einem vollen Hitpoint-Pool ging es dann ganz schnell weg. So, jetzt ist er immer noch im Reload, da hätte er den M103, auf den er gut kann, aber jetzt ist er nachgeladen, das heißt, oh, jetzt scheinbar mit Schwung oder auf das Objekt, wenn jeder Schuss durchkäme, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das Objekt jetzt so macht, ja, Schwung hat er auf jeden Fall, erster, jetzt hat er verschossen, ah, genau, das war das, was nicht passiert, oh, jetzt zündet ihn an! Was ein Dusel, da verschießt er schon einen, beziehungsweise prallt ab. Und der letzte zündet ihn noch an und der hat nicht mal einen automatischen Feuerlöscher, der das klar macht und dementsprechend killt er ihn dann doch noch. Ja, ab und an gehört ein bisschen Dusel eben dazu. So, die Arti ist offen und die wartet praktisch schon endlich, bis er nachgeladen hat. Erster und zweiter Arti ist auch weg. Er sammelt hier wirklich schnell den Schaden. So, und jetzt kann er hinterrücks auf die drauf wirken. Also von der Mitte rein auf den T10. Da kommt er gut drauf. Muss natürlich noch warten, bis er nachgeladen hat. Ist jetzt der Fall. T10 schaut auf ihn, deswegen nimmt er jetzt das Objekt 140. Ja, T10 hat da einen. Aber das Magazin macht er noch leer. 5 Kills. Einen braucht er noch für den Krieger. Tendenziell wäre natürlich auch noch Radley Walters möglich. So, nachgeladen hat er. So, jetzt kommt er auf den T10 und jetzt ist auch der weg. So, da vorne der FV. Rechts von ihm der Rheinmetall.
FV hat ihn. Rheinmetall hatte gar keine Chance, ihn zu wirken. Dementsprechend konnte er den wegmachen. Muss jetzt auf Premium laden, weil seine normale Munition nur noch 2 Granaten beinhaltet. 7 Kills. Also fleißig ist er jetzt. So, und jetzt kommt er auf den FV, aber der schaut noch in seine Richtung. So, jetzt hat er da die Unterstützung vom Bulldog. Und jetzt kann er da wirken. Und weg ist er. Der Brandschaden vom Bulldog hat ihn rausgenommen. Nach wie vor bei 7 Kills. 2 Schuss im Magazin. Der FV, der steht da recht gut. Oh, und vom Centurion Team Damage bekommen. Warum auch immer, weil der konnte doch eigentlich gar nicht wirken. Naja, egal. Und per Runde beendet. 8 Kills, 7522 Schaden gemacht. Eigentlich sogar 7,28, weil den Blind haben wir nicht gesehen. Sehr schöne Runde und das Ganze in nur 5 Minuten 40. Ich denke, sehr solide gespielt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr denn die überhaupt spielt oder ob euch die Tschechen so gar nicht interessieren. Würde mich interessieren. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.